So, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Easy, und ihr seht gleich mein allererstes Let's Play von Echo of Soul. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Davor noch eine kurze Info. Ich habe das Video das erste Mal gemacht, also das war mein erstes Let's Play, was ich selber gestaltet habe. Und das Problem ist einfach, was dabei passiert ist, ist, dass ich etwas die Zeit vergessen habe und deshalb ging das Let's Play letzten Endes 1,5 Stunden. Das war etwas lang. Und deshalb habe ich mir jetzt die Idee gemacht, dass ich sage, ich teile das Video in 7 bis 8 Teile und lade die einzeln hoch. Das heißt, ich schneide diese Erzählung jetzt an jedem Anfang mit dran. Und wenn ihr einfach mittendrin gerade irgendwo seid, und das ist nicht das erste Video, dann macht ihr einfach, dass ihr auf unseren YouTube-Channel geht, das erste Video raussucht und dann guckt ihr euch das der Reihenfolge nach an. Das ist um einiges günstiger. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Der hier rumläuft. Wird ja aber gar nicht angezeigt. Na egal. Nee. Schade, dass wir noch kein Reittier haben. Das wäre jetzt um einiges interessanter. Du müsstest sogar mit deinem Krieger müsstest du sogar bald das Pferd bekommen, oder? Ah nein, wie war das gestern bei dir? Konntest du dich noch einloggen oder nicht? Ach ja, jetzt bin ich genau an der Stelle, wo ich mich das letzte Mal, glaube ich, verlaufen habe. Du musst hier rüber. Genau, du musst nämlich irgendwie durch das Tor durch. Immer wenn ich mich hier so drehe, das ist diese F1-Attacke. Finde ich eigentlich relativ lustig. Guck mal, ich bin gerade im Weg gelaufen. Guck mal, ich kann Saltos machen. Warte, jetzt. Hui! Hui! Dafür sind jetzt aber die Wölfe hier. Nicht mehr die anderen, sondern die Wölfe jetzt. Na, jetzt kommen schon langsam andere Tierchen. Ah, ich habe gerade eine neue Waffe bekommen. Gleich mal gucken. Ah, ein Gürtel auch. Also siehst du, ich habe jetzt erstmal einen Haufen Zeugs wieder. Können wir mal was anlegen, mal gucken. Am besten immer das, was am meisten grünes Plus hat. Ja, ja. Was? Und ich habe wieder eine Kiste. Achso, genau, die Level 5 Kiste haben wir jetzt. Das ist gut. Wir noch verkaufen. Fanny, sag mal, wenn du die Level 5 Kiste geöffnet hast, dann sag mir mal Bescheid. Weil du kannst dann nämlich die Heilungsschriftrolle G, kannst du dann unten noch bei dieses Y reinpacken, dann kannst du Leute aus deiner Gruppe heilen. Das lohnt sich eigentlich. Ah, okay. Zieh ich die halt einfach mal runter? Genau. Gut, okay. Alle oder eine? Weil ich glaube, ich habe 5 von den Teilen. Ja, es werden alle automatisch da reingezogen. So, wir können ja mal so ein Wolf. Ach ne, wir müssen sogar so ein Wolf wegmachen. Es gab eine Tasche, das ist gut. Ein bisschen mehr Platz wieder. Warte mal. Ich hab da, glaube ich, wollte ich gerade sagen, noch eine andere Lanze. Ich mache hier schon wieder Arbeit, ne? Also. Ich komme hinterher. Du weißt, Frauen brauchen immer ein bisschen länger. Nein, oh Gott, wieso spawnen die Wölfe immer genau bei mir? Total unfair. Wie viel brauchen wir? Sammle Wolfsfleisch. Ah, füge die Teile zusammen. Stimmt, das wollte ich noch erklären. Ihr seht, dass hier so ein kleines Feld daneben ist. Hier ist irgendwie so ein ganzes Rudel. Wo bist du? Ach, da hinten. Ja. Das ist immer ganz leicht. Sobald hier was nebenbei abgebildet ist, könnt ihr einfach rechts oder links Klick drauf machen und dann wird das automatisch gelöst. Also zum Beispiel füge die Teile zusammen, werden die zusammengefügt. Oder andere Sachen. Da müsste nachher auch noch was kommen, das kann ich nochmal erklären. Jetzt holen wir uns erstmal die Belohnung ab. Ich danke. Hallo. Und die nächsten. Oh, Level 7 schon. Ich muss mal meinen Wölfen kurz um die Ecke helfen. Wir müssten gleich sogar das Reittier bekommen. Füge die Teile zusammen. Wen muss ich jetzt zu Delos? Und man könnte schon mal was essen, weil unsere Energie ist ja sowieso auf. Nein, meine Energie ist sogar. Wieso ist meine Energie voll? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, wahrscheinlich ist es in den unteren Leveln noch ein bisschen. Oh, mich lädt hier gerade jemand zu einer Duo-Läuterung ein. Kann man den mal annehmen? Kann ich ja auch mal zeigen. Ja, Freundchen, da musst du aber auch. Selber klicken. Ah, geht doch. Ja, müssen beide hier drücken.
Jetzt muss ich aber trotzdem erstmal wieder ein paar Seelen sammeln. Weil an. Ach, wir müssen sowieso noch. Töte Feinde und sammle unreine Seelen. Ach, das waren die. Kann man sich ja aussuchen, was man macht. Wieso zeigt der mir das in diese Richtung an? Ich nehme jetzt einfach mal die hier, das müsste auch gehen. Einmal Level 7. Ach stimmt, jetzt kam das mit der Läuterung, ne? Hast du das jetzt schon durch, oder? Nee, da bin ich. Also ich bin du jetzt bei... Du brauchst ja die Seelen, glaube ich, dafür, ne? Töte verleitete Elementare. Mhm. Hä? Ach, das sind diese hier unten, stimmt. Diese Dinger mit den... Ja, ich sehe es gerade. Ich habe mich schon gewundert. Ach, diese Waldläuferin ist einfach so mega nice, diese Attacken. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn später die großen Attacken noch kommen. Also ich habe jetzt fertig die anderen beiden, also die beiden davor. Warte mal, ich nehme mal noch so einen blauen mit. Laufen erstmal wieder zurück, wieder Belohnung abholen. Das Spiel ist halt immer darauf aufgebaut, dass ihr immer so eine Aufgabe bekommt und dann diese Aufgaben erfüllen müsst. Ich weiß, das kennt man aus ein paar anderen Spielen auch schon, aber es macht einfach mega Spaß. Ich werde erstmal von Level 1 bis Level 60 bei der Waldläuferin, bei er hier und bei meinem Okkulisten, weil der einen anderen Spawn hat, werde ich Let's Playen, wenn euch das gefällt. Und dann werde ich aber auch diese ganzen PvP-Kämpfe, weil man hier auch gegen andere Leute später spielen kann. Ja, ich kenne die Infos. Werde ich das auch machen, aber ihr könnt ja erstmal schreiben, wie ihr das bis jetzt findet. So. Aber auf alle Fälle ist man in dem Spiel definitiv viel zu viel unterwegs. Ja, kann man einen Haufen Sport machen. Zu Fuß. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, auch schon alleine, weil diese ganze Grafik, wie alles aussieht, ich finde das mega nice. Es ist so schön gemacht überall. So, jetzt muss ich gucken, ob das jetzt mit der Läuterung geklappt hat. Ach stimmt, genau, Läuterung. Ja. So, also Seelenbaum. Die einfache habe ich, aber ich glaube, wir müssen doch hier, glaube ich, die Tool-Läuterung noch mitmachen, ne? Ja, yep, das heißt, wir brauchen noch mal ein paar Seelen. Genau. Also ich, weil ich gerade null habe. Muss mal gucken, wie viel ich habe. Durchführen. Für diese Art der Läuterung brauchst du keinen Seelenaltar. Eine unreine Seele wird in eine geläuterte Seele umgewandelt. So. Okay. Achso, ich hätte die Aufgabe mal annehmen müssen. Ich hätte die mal annehmen sollen. Du Läuterung. Ah, genau, der Brief lesen. Jetzt ist nämlich wieder dasselbe. Ihr seht, dass der Brief hier wieder nebenbei leuchtet. Klicke ich jetzt einfach wieder drauf, dann ist der gelesen. Sehr interessant. Wer das lesen möchte, lasse ich kurz Zeit. Was haben wir gemacht? So, das war genug Zeit. Fertig. Und die nächste Aufgabe.